So, ich habe keine Ahnung, wie wir es noch geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Oh, was ist los? Mein Körper zerfällt. Bronima, du hast mich getäuscht. Aber ich werde nicht der Einzige sein, der stirbt. Ich nehme euch alle mit in den Tod. Ja, das war die Selbstzerstörung. Nein, er hat das Selbstzerstörungssystem aktiviert. Mein Gott, das ist aber ein richtig blödes System, wenn das so ein riesiger Knopf ist, wo man einfach so seinen ganzen Körper drauflegen kann, ey. Mein Gott. Potter hat uns davor gewarnt, diesen Ort zu zerstören. Verdammt, wir müssen es stoppen. Ja. Unmöglich, die einzige von uns, die diese Maschine bedienen kann, ist Rain. Die meisten Leute von Tetralo befassen sich nicht mit den Einzelheiten der Magietechnologie. Professor! Ich weiß, aber ich schaffe es nicht allein. Ab hier übernehmen wir. Die anderen geht und flieht durch die Luke dort drüben. Butter, du bist okay. Wir haben später reichlich Zeit für Smalltalk. Gilt jetzt, ihr würdet nur im Weg stehen. Okay. Ja. Oh nein, wir müssen diese Türen öffnen. Es funktioniert nicht, sie bewegt sich nicht. Geh zur Seite. Ich würde schon sagen, er tritt jetzt einfach da durch, ne? Butter hat dies absichtlich getan. Er wusste, dass das Wasser im Anmarsch war und verschloss die Türen von innen. Warum sollte er so etwas tun? Wenn die Tür geöffnet ist, wird dieser Bereich auch geflutet. Wie du sehen kannst, verfügt die Decke über eine Kuppel. Das Wasser kann nirgends abfließen. Sie haben das gemacht, um uns zu retten? Nein, wir müssen etwas tun. Verdammt, gibt es nichts, was wir tun können? Wir haben das Selbstzerstörungssystem außer Betrieb gesetzt. Otto, öffne die Tür, wenn wir die Kuppel zerstören. Unser Ziel war es, den Mana-Reaktor jeder Farm zu verändern, so dass wir Mana auf den göttlichen Keim abschießen können. Jetzt, da wir fertig sind mit den Neuprogrammierungen des Kontrollraums, ist unsere Mission beendet. Ihr müsst John die Nachricht überbringen, dass wir erfolgreich waren. Sag's ihm selbst! Öffne die Tür! Jetzt! Wir beten für euren Erfolg bei der Welterneuerung. Bitte, seht zu, dass Martell endlich ihren ewigen Schlaf darf. Auch Jon zuliebe. Jon zuliebe, mein Gott. Oh nee. Nein! Mann. Vorsicht, hinter euch! Oh nee, nicht noch ein Kampf, bitte. Was sind das für Dinger? Sie sehen aus wie Transportdrachen. Ihre Käfige haben sich wahrscheinlich geöffnet, als das Selbstzerstörungssystem aktiviert wurde. Vorsicht, sie kommen. Riegel. Vorsicht, sie kommen. Wieso verwechsel ich Riegel die ganze Zeit mit Genis? Verdammt! Oh mein Gott. Schon wieder diese Kackdrachen, ey. Dann kann ich mir euch antun. So kann ich nicht so viel aus. Tiger Blade, blablabla. Mein Gott. Das ist gerade eine richtig blöde Ausgangssituation, das wisst ihr genau. Ihr Drecksviecher. Ja, zum Glück halten die nicht so viel aus. Nee. Oh, warum liegt am Boden? Spruch gelernt. Mein Gott. Ist ja auch ein Heilzauber gewesen. Zellos, heil mal deine TP, bitte.
Colette, pass auf. Oh Mann. Mein Gott, ganz richtig übel Stelle hier. Mein Gott, ey. Ist ja das bitte nur zum zweiten Heiler, wenn er zu weit geht. Finde ich gut. Mein Gott, ich habe keine TP mehr. Super. Super, Sonic, was ist los? Mach irgendwas. So, danke. Den Titel Unglücksreiber erhalten. Ist gut oder schlecht? Es sind einfach zu viele. Mist, sie sind zäh. Wenn wir verlieren, werden wir Butters Nachricht nicht übermitteln können. Mythos. Okay. Was ist das? War das ein Elementargeist? Genis, Rain, die anderen. Das ist Mythos Stimme. Was macht Mythos hier? Bitte, besteigt die Rayards. Das Wie und Warum soll uns später interessieren. In Ordnung. Kann ich mal speichern oder irgendwie sowas? Mythos, du bist es wirklich. Aber was sollte der Angriff eben? Und wie bist du an einen Rayard gekommen? Es tut mir leid. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich konnte nicht einfach nur zusehen. Deshalb habe ich die Abtrünnigen gebeten, mir einen Rayard zu leihen. Aber... was war das für ein heftiger Angriff? Das war... ich weiß es leider auch nicht. Als ich diese Flöte hörte, habe ich mich beeilt reinzukommen und habe angefangen, die Kuppel mit Feuerbällen zu beschießen. Und plötzlich erschien ein funkelnder goldener Vogel und half mir. Funkelnder goldener Vogel? Könnte es Asgard gewesen sein? Unmöglich. Warum sollte ein Elementargeist? Wovon redet ihr? Glaubst du, Genis rief Asgard herbei, indem er auf der Flöte spielte? Der Flöte von Mythos? Ich frage mich, wir müssen die Flöte untersuchen, um die Wahrheit herauszufinden. Aber sollten ihr alle nicht zuerst etwas ruhen? Lass uns zurückgehen nach Palma Costa. Ich möchte mich bei Nail entschuldigen. Ich bin gegangen, ohne es ihm zu sagen. In Ordnung, es ist nicht so, dass wir etwas herausbekommen. Wenn wir uns hier den Kopf darüber zerbrechen, lass uns zurückgehen. Ja. Yeah. Danke, Mythos. Wir verdanken dir unser Leben. Ich habe gar nicht gewusst, wie erstaunlich du bist. Bin ich doch gar nicht. Ich bin so glücklich, dass wir Freunde sind. Ja, ich auch. Ja, ich will euch mal... ihr alle, ihr seid zurück. Ja, aber es war verdammt knapp. Nail, es tut mir leid, dass ich gegangen bin, ohne es dir zu sagen. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Das Einzige, was zählt, ist, dass du in Sicherheit bist. Du kannst dich beruhigen. In Palma Costas Farm ist nichts in Betrieb. Aha, das sind gute Nachrichten. Was werdet ihr jetzt tun? Nun, wir müssen die Welterneuerung fortsetzen. Richtig, Colette? Ja, also wir, arbeiten hart dran. Das glaube ich euch. Wir zählen alle auf dich, Auserwählte. Oh ja, ich müsste Mythos die Flöte zurückgeben. Oh nein! Sie ist zerbrochen. Es tut mir so leid. Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet hat. Ist schon gut. Die Flöte mag zerbrochen sein, aber die Erinnerungen an meine Schwester sind noch lebendig. Mythos, es tut mir leid, wenn ich sie reparieren kann. Es ist okay, sie war sehr alt, aber vielen Dank. Mythos, verfügt diese Flöte über besondere Kräfte? Ich weiß nicht. Aber meine Schwester sagte, dass sie aus der Nuss eines Baums fertig ist, der seit langem ausgestorben ist. Die Nuss eines ausgestorbenen Baumes. Diese Tatsache kann später wichtig werden. Wir dürfen sie nicht vergessen. Und was jetzt? Wir müssen John vom Butter erzählen. Genau, wir müssen auch herausfinden, ob die Rayards funktionieren, damit Mythos nach Tethala zurückkehren kann.
Sollen wir also der Abtrünnigen einen Besuch abstatten? Ja, natürlich. Oh, mein Ex-Sphere. Okay, werde ich wahrscheinlich in zwei Parts schneiden. そこに閉じ込められた人たちの命で出来てるんだ。私のエクスフィアもこの世界の誰かの命で出来ているんですね。多分私やっぱりおかしいのかもしれない。何が？私はそれがかわいそうだと思っていないみたいです。え？じゃあブレスヤは人がエクスフィアにされてもいいっていうの？私。 Nein, mit dir ist alles in Ordnung, bisher. Wie kommst du da auf? So, ich würde jetzt gerne erstmal irgendwo mich ausruhen und okay, super schon, perfekt. Du bist nicht allein. え？僕も一人ぼっちだよ。きっとそんな人はこの世界にたくさんいると思う。はい。違うよ、二人とも。二人には僕たちがいるでしょ？僕はミトスも、プレセアも好きだし、二人が寂しかったらそばにいてあげたいよ。それじゃダメなの？ジーニアス。うん？そんなことないよ。 そうだよね。僕にはジーニアスたちがいるんだよね。でも私は、いいえ、そうですね。仲間でしたね。ありがとう、ジーニアス。 Oh, das ist wieder ein Lächeln, sehr schön. Ja, ich möchte mal gerne irgendwo speichern. Weil da ich den Part sowieso aufteilen werde, höchstwahrscheinlich. Tue ich mal gucken. Fähigkeit hast du bekommen, ne? Geistspende. Okay. Mal gucken. So, was haben wir denn als Neues? Kann ich ja schon mal wieder ein paar Sachen hier. Hammer rein. Ich nehme auch einfach mal an, dass ich einige Sachen erst lernen kann oder erst blau hier zur Verfügung stehen, wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe, ne? So wird es doch wahrscheinlich sein. Tidal Wave. Sehr schön. Ach, die habe ich ja gar nicht benutzt hier alle. So, was haben wir denn hier? Heavy Tiger Blade kann aus. Sonic Sport Run kann aus. Tun wir mal weiter Lloyd steuern. So, Semi-Auto meine ich. Double Demon Fang. Victory Light Spear. Lightning Blade. War kein hier 50 Mal eingesetzt, um die zu lernen. Wahrscheinlich muss ich nur ein bestimmtes Level erreichen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach irgendein Zeugs und er braucht jetzt nur noch einen Angriff, den er lernen kann. Was zum Teufel? So, dann. Ja, okay. Speichern wir das Richtige. また目の前で人が死んでいくのを見ているしかできなかった。あれだけもう誰も犠牲にしたくないって思ったのに、結局俺は誰かの命を犠牲にして生き長らえてるんだ。俺、どうしたらいいんだろう。またわからなくなりそうだよ。ロイドが最善だと思うことをやるしかないと思う。 俺が最善だと思うことボータさんは彼の信じるより良い方法を選んだんだと思う。だから私たちもより良い方法を探そう。たとえそれが苦しくても私も手伝うから。より良い方法か。あ、それしかないんだろうな。いや。 Ja, einfach immer ja sagen, anstatt ja. Ja. So, ich gucke jetzt erstmal hier, was wir alles haben.
Wir haben nichts Neues bekommen, okay. Ja, dann ist halt vielleicht noch Items zu kaufen. Ja, auch nicht schlecht. Aber wir haben ja ein bisschen viel verballert. Und ich tue jetzt doch lieber... Enttäusche mich nicht, warum kommt immer so viel auf einmal? Anstatt so verteilt irgendwie. でも君は来てくれた。そんな僕大したことはしていないよ。でもミトスはエクスフィアもつけてないんだよ。それなのに命の危険を押してまで来てくれた。すごく嬉しいんだ。ジーニアス。僕ね、ミトスに助けが必要な時は必ず助けに行くよ。ありがとう。きっとだよ。 Okay. Was hat das zu bedeuten? Ja, da wird wahrscheinlich sowieso nichts Neues sein. Ne? Nee. Das ist ja ein normaler Shop. Was? Das ist ein bisschen wenig. Dann können wir mal wieder ein paar kaufen. Sind irgendwie billiger geworden? So, dann, ich hätte gerne normale Sachen. Ja, ich bin voll wenig am Kochen, merke ich. Ich bin irgendwie so gut wie nie kochen. Ich brauche einen normalen Shop, wenn es geht. Dann kann ich mal an. Was haben wir denn hier alles? Glücksbeutel. Ich hätte mal gern einen ganz normalen. Ich kann nirgendwo Apfelgummi kaufen. Was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Was? Naja. Ein toller Supergeimer-Laden hier. Geschlossen. Leck mich. Okay. Warte mal, dieser eine Laden vielleicht. Oder noch irgendwo einer, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ist hier ein normaler Laden? Ja. Ach ja, von Dingen zu. So, diesmal gebe ich ein bisschen mehr aus hier. Nicht. So. Dann müssen wir zu den Abtrünnigen. Warum nicht? Also wieder zur Menschenfarm hier. Wir müssen zum Stiftpunkt Silverrand. Nee, noch nicht. Okay, anscheinend kann man da direkt hinspringen, deswegen gehe ich jetzt mal hier in Speicher. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.